Oh hey, hi und willkommen zu Moment, sich der Title Screen Reset. Moment. Yeah, davon rede ich. Hi, willkommen. Happy Hippo Insel. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, an der ich zurück in meine von Ferrero und Kritzelkratz präsentierte Happy Hippo Welt muss. Das Spiel geht circa 45 Minuten lang und es ist an der Zeit, auf die Insel zurückzukehren. Es ist inzwischen aus irgendwelchen Gründen ungefähr ein jährliches Ritual von mir geworden, dieses Spiel durchzuspielen und... Machen wir das? Ich meine, was spricht dagegen? Diesmal ist aber allerdings eine Sache anders als bei den üblichen Malen. Ja, das ist der Titelscreen, den ich sehen wollte. Nämlich, werde ich diesmal von der tatsächlichen Cartridge ausspielen, weil ich in der Zwischenzeit etwas sehr investiert habe. Hauptsächlich Zeit und Nerven, um meinen Gameboy Player von GameCube so hinzubekommen, dass das Ganze in vernünftiger Qualität funktioniert. Aber achtet erst auf die Lore. Grüß dich, Susi Sonnenschein. Hallo, Max Mutig. Der erloschene Vulkan bricht aus. Er wird die Insel in Brand setzen. Und der Soundtrack ist so viel besser, als es jemals sein sollte. Ich denke, damit seid ihr vertraut. Ich meine, wenn man eine Sache über das Spiel weiß, abgesehen davon, dass es existiert, dann sollte es der Soundtrack sein. Es gibt tatsächlich auch noch ein Happy Hippo-Spiel für den DS, das ich mir gekauft habe. Ich habe es noch nie gespielt. Vielleicht sollen wir das irgendwann spielen. Wie konnte es nur dazu kommen? Jemand muss dieses Rätsel lösen. Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Viel Glück, Max. Danke, Susi. Und er marschiert los. Auf jeden Fall, ich werde es diesmal über die tatsächliche Hardware spielen, beziehungsweise mit dem GameCube-Controller, was seltsam ist, aber es gibt dem Ganzen noch ein besonderes Feeling. Oh, hallo Benno Buschmann! Mein Lieblings-Happy-Hippo-Charakter, der im Jahr 2020 noch existiert. Benno Buschmann, mein Freund! Hilf uns, Max! Der Vulkan bricht aus! Lava setzt die Insel in Brand! Löschet das Feuer mit dem B-Knopf! Sammler, ja. Danke, Benno Buschmann. Ich gehe jetzt weiter. Wir müssen Abenteuer erleben. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein paar Speedrun-reife Leistungen. Denn die ersten paar Level... Ich will nicht sagen, dass ich sie ziemlich schnell raus habe, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Ich werde einfach nicht stehen bleiben, okay? Ich habe überlegt, ob ich das Spiel Speedrun will, einfach weil es sehr simpel ist. Das war ein Fehler. Hab mich ja dagegen entschlossen. Das war ein großer Fehler. Ich meine, wenn keiner Damage Booster, man sollte sich. Jetzt kommt Feuer, springen und ich lebe. Vielleicht war es auch nicht so ein großer Fehler. Ich glaube, ich hätte nicht viel Zeit verloren, wenn ich das Feuer gelöscht hätte. Aber darum geht's auch nicht. Au. Alles gut, alles gut. Das ist das Sonic-Prinzip. Man kann sein Leben sofort wieder aufsammeln, sobald man Schaden nimmt. Also das Spiel kam raus in den Game Boy Color. Und meine Schwester bekam es damals mal zu Weihnachten. Was natürlich bedeutet, dass ich das Spiel viel mehr gespielt habe als sie. Ich habe alle Spiele, die sie jemals hatte, hauptsächlich gespielt. Das heißt, an dem Punkt hätten sie es auch einfach mir schenken können. Und Happy Hippo war eins der wenigen Spiele, bei dem ich in der Lage war, es durchzuspielen, was mich ja sehr stolz gemacht hat. Außerdem, weiter Fall. Ich war sehr stolz darauf. Ich meine, es ist ein sehr kurzes und sehr simples Spiel, aber ich denke, es ist auch ein ziemlich charmantes Spiel, ehrlich gesagt. Was wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass der Klang des Game Boy Colors mein Herz für immer erwärmen wird. Oh, hallo, guter Mann. Danke, Max, um diesen Schlüssel. Dankeschön. Ich mag auch die Krabbelanimation. Das ist etwas Bezauberndes. Das ist einfach sehr Nilpferdartig. Auf jeden Fall. Klang des Game Boy Colors. Unglaublich fantastisch und spielt so guten Soundtrack. Ich meine, was Sinn ergibt, der Typ, der Lieder gemacht hat, war einer, der üblicherweise für irgendwelche Commodore-Spiele Chiptune-Zeug gemacht hat und wie auch immer sie den bekommen haben für das Spiel. Das ist nicht gut. Oh. Ja, wieso sich jetzt nicht tot bin. Weiß ich. Soundtrack ist wirklich sehr viel besser, als er sein sollte. Und ich mag auch die Grafik. Ich mag die Hintergründe, die ein paar Farbübergänge haben, damit sie nicht nur einfarbig sind. Weiß ich. Es ist halt alles einen gewissen Charme und es ist ein fröhliches und einfaches Spiel. Was natürlich alles ist, worum es letztendlich geht. Und, au. Ich stelle mich gerade nicht gut an, aber das ist vollkommen okay. Ich meine, das ist ein fortgeschrittenes Level. Ab hier kann man schon runterfallen. An dem Punkt ist es vollkommen okay, wenn man nicht gewinnt. Und das ist eine Happy Flower. Die muss man finden. Was ist das denn für eine Blume? Es tut mir leid, dass ich diesen Story-Zweig bereits vorweggenommen habe. Das war wirklich nicht meine Absicht. Das ist eine Happy Flower. Auf unserer Insel gibt es 5 davon. Sie bringen uns Glück und irgendwas. Halt die Hitze des Vulkans. Oh, die Hitze des Vulkans verdorrt sie. Finde alle Blumen und gieße sie. Doch zuerst möchte ich dir etwas beibringen, eine neue Fähigkeit.
Es gibt neue Fähigkeiten, die man nach jedem Level lernt. In dem Fall lernen wir den Kokosnusswurf. Ich will wirklich nicht das alles vorlesen. Der Kokosnusswurf. Sieht aus, dass man den Kokosnuss nimmt und sie wirft. Dieses Minispiel hier wollen wir aber nicht machen. Das heißt, ich werde einfach versuchen, hier direkt zu sterben, weil es unglaublich nervig ist. Man schaltet auch Cheats für das Spiel frei. Ich weiß nicht, was die machen. Irgendwann sollte ich es mal versuchen. Aber wahrscheinlich nicht heute. Und ja, ich hab absolut keine Lust, die Minispiele zu machen. Das ist eine komplette Zeitverschwendung. Und jetzt bekommen wir unser Passwort für das nächste Level. Ich sage, es ist Vogel. Was sind die Grünen? Sie sahen für mich immer aus ein bisschen wie grünes Nidoran. Ja, ja, immer. Vogel, Nidoran, Nidoran, Blume. Oh, hallo. Hallo, Max. Wenn du diesen Weg folgst, gelangst du in irgendwas. Es gibt dort auch eine Happy Flower. Ja, vergiss nicht, sie zu gießen. Und hüte dich vor den Stacheln. Oh, die Stacheln sind fürchterlich. Sie sind ein One-Shot. Das heißt, an dem Punkt, im Dunkeldschungel. Dunkeldschungel ist fast so gut wie die lauschige Lagune. Oh, das ist übrigens Fallobst. Ich habe damals die Gebrauchsanleitung gelesen, wenn ich gerade nicht die Möglichkeit hatte, das Spiel zu spielen. Und ich weiß nicht genau warum, aber die Tatsache, dass dieser Gegner Fallobst heißt, das hat sich zu tief in meine Erinnerung gebrannt. Auf jeden Fall wird das Spiel ab dem Punkt etwas anspruchsvoller. Es gibt Schnecken, die Kokosnüsse werfen. Was natürlich nicht nett ist, deswegen bringen wir sie um. Oder nicht? Und generell sollte man etwas vorsichtig sein. Vor allem die Stacheln sind gefährlich, weil sie one-shotten. Das heißt, wenn man nicht richtig springt, kann von ihnen sehr leicht erwischt werden. Und auch von den Kokosnussschnecken. Es ist einfach Hardcore-Fallobst. Das Spiel, das Tutorial ist vorbei. Jetzt machen wir Erz. Man kann vorher übrigens nicht mit einer Kokosnuss löschen. Das klingt jetzt für manche wahrscheinlich ziemlich überraschend, aber... Ich meine, technisch gesehen sollte es möglich sein. Ich meine, sie haben Kokosmilch im Inneren. Beziehungsweise... Ey, wisst ihr, was ich meine? So, hier muss man ein bisschen vom Timing her aufpassen mit den Gegnern, weil man das Ganze abwirft. Und da sind die Stacheln. Eine falsche Berührung und Max Mutig ist leider Max Blutig. Weil er sowas von tot ist. Die Vögel zu killen ist generell üblicherweise sehr unnütz, weil sie nicht das richtige Timing haben. Ich ziehe alles zurück. Oh, ich ziehe alles, stirb. Ich ziehe alles zurück. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie einen nicht erwischen können, wenn man einfach unter ihnen vorbeiläuft. Aber ich hatte keine Ahnung. Hier kann man auch super viel abkürzen, wenn mich nicht alles täuscht, indem man einfach da links runterspringt. War das schon hier? Oder war es im Level danach? Ich glaube, es war im Level danach. Nein, das wäre hier gewesen. Hätte da weiter oben schon da vorhin runterspringen können. Dann wäre man hier direkt gelandet. Aber ich war mir nicht sicher und ich wollte nicht schon wieder sterben. Falls das sehr verständlich genug ist. Und genießt immer die Musik. Vergesst nicht, die Musik zu genießen. Hallo, Rasselmann. Danke, Max. Nimm diesen Schlüssel. Dankeschön. Okay. Und damit haben wir dieses Level heute abgeschlossen. Diesmal brauchen wir den Schlüssel bereits im zweiten Level, nicht jetzt im dritten. Krokodil. Ich hatte damals auch mal mir ein Ü-Ei gekauft. Das war zur Zeit, als sie bereits Ü-Eier hießen und nicht mehr Überraschungseier. Ich meine, man muss mit der Zeit gehen. Überraschungseier? Vielleicht hatte dein Großvater Überraschungseier. Wir haben keine Zeit mehr, um das Wort Überraschung auszusprechen. Auf jeden Fall, wurden sie umbenannt. Weiß ich, ob ich das anmerke. Was ich aber anmerken wollte, war, ich hätte mal eins und da war dann, als ich das Spiel schon kannte, müsste ich 10 Jahre alt gewesen sein, da war dann so ein kleiner Comic drin von den Happy Hippos, welcher irgendwie über 30 Seiten ging oder so. Und der war winzig. Er war in so einem Ü-Ei, er war so winzig. Man konnte es gar nicht richtig blättern oder lesen. Ah, ich weiß, er hat mich sehr fasziniert. Vor allem, dass vor allem war es sehr wundervoll, diese Hippos mal außerhalb von dem Spiel zu sehen. Und außerhalb von den Süßigkeiten. Was mir übrigens aufgefallen ist, die alten klassischen Kinder-Happy-Hippo. Kann es sein, dass die zu Kinder Bueno wurden? Das ist möglich. Ich meine, falls ihr die miterlebt habt. Bringt mir eine weitere Fähigkeit bei Benno Buschmann. Ich meine, die alten Kinder-Happy-Hippo müssten das sein, gewesen sein, was heutzutage Kinder Bueno sind. Das ist eine Sache, die mir so aufgefallen ist. Versteht ihr? Was habe ich gelernt? Oh, die lauschige Lagune. Das heißt, ich werde direkt... Ich habe keine Lust, das Minispiel zu machen. Ist mir egal. Das Leben ist zu kurz, um solche Minispiele zu machen. Generell könnte man sagen, hey... Aber Mugiman, du bist ziemlich... Ich weiß nicht, warum ich jemand so nennen sollte. Bist ziemlich schnell unterwegs in diesem Spiel. Das ist korrekt, aber der wahre Schwierigkeitsgrad, er wartet bereits auf uns. Ich glaube übrigens, das Bild ist etwas zu weit gestretched.
Fällt mir gerade auf von dem Spiel. Das heißt, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Sollte etwas schmaler sein. Ich habe doch kein Layout für Gameboy-Größe. Vorsicht, Stacheln. Ich mochte die Musik aus der Lauschen Lagune immer sehr. Auch die Farbgebung. Ich wollte es gerade Pastellfarben, denn dann ist mir aufgefallen, sind eher Neonfarben. Ja, ich weiß nicht. Es ist bezaubernd. Dieses Lied habe ich auch sehr oft bei Videos, bei einem Anfang von Title Cards verwendet. Und der Typ ist eklig. Man kann nicht einfach über ihn drüber springen. Wenn er brennt, springt er nämlich sofort, sobald man auf ihn zuläuft. Das heißt, es ist üblicherweise am besten, ihn einfach zu löschen. Und Gegner berühren, absolut nicht ratsam. Denn sie haben das Problem an sich, dass man unter Wasser ein One-Shot ist von allem. Das heißt, man sollte etwas aufpassen. Oh, was habt ihr von dem Wurf? Ich habe gelernt, dass die Kokosnüsse an den Decken abprallen. Ganz vorsichtig, Max Mutig. Bleib mutig, Max. Stacheln, One-Shot dann natürlich auch über Wasser. Das war so knapp. Das hätte ich nicht so knapp machen sollen. Seht ihr? Und deswegen hasse ich diese Gegner. Er springt einfach. Man kann nicht einfach über ihn rüber, muss ihn vorher löschen. Steckt einfach vollkommen im Brand. Generell ist das Spiel übrigens ziemlich einfach. Bis auf die letzten paar Level, in denen sterbe ich öfter, als ich das jemals zugeben sollte. Und das macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, aber ich werde nicht weiter darüber nachdenken. Oh Gott. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wir wollen nur sehr ungern sterben. Ich mag es wirklich nicht, dass es Unterwasserlevel in diesem Spiel gibt. Ich meine, es ist das Mario-Prinzip. Beziehungsweise Mario 64. Musik ist fantastisch, aber das Level an sich... Bei den 2D... Oh, oh, ich bin tot. Bei den 2D-Marios dagegen... Da sieht man die Musik von Unterwasser-Leveln gut. Das ist einfach alles komplett Trash. Aber damit wollen wir es nicht vergleichen. Das hier ein Qualitätsspiel. Und nicht Super Mario Bros. Was? Hat es die Videospielindustrie revolutioniert und den Zweig Nordamerika gerettet? Ja. Aber ist nicht Happy Hippo? Wo sind die fröhlichen Hippos, Mario? Wo? Ich bin mir sicher, es gibt im Mario-Universum irgendwelche Hippo-Charaktere. Müsste in Mario Land 2, einem weiteren Gameboy-Klassiker, nicht, irgendeine Hippo-Statue die Blase von sich geben, mit der Mario dann in die, hoch zu den Sternen fliegen kann? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mich aber auch sehr täuscht dabei. Es könnte sein, dass es ein Hippo war. Ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen. Wir sollten irgendwann mal Mario Land 2 spielen. Ich sollte es mir mal zulegen. Das ist die Sache. Ich habe es aktuell nicht da. Das ist tragisch. Dabei war es eigentlich so ziemlich mein liebstes Gameboy-Spiel. Mit so ziemlich, meine ich, abseits von Pokémon. Aber generell, Mario Land 2 war im klassischen Gameboy das beste Spiel, was ich je gespielt habe für diese Konsole. Ich denke, es ist nicht mal ein Wettbewerb. Oh, und hier muss man nach links abbiegen. Denn das ist natürlich das dritte und letzte Level. Deshalb hier wird alles sehr, sehr anspruchsvoll. Ganz vorsichtig. Das ist dann, glaube ich, das dritte Mal, dass ich Mario Land 2 auf dem Kanal bringe, bei genauerer Überlegung. Ich habe es mal irgendwann im Jahr 2013 gestreamt, da von der Aufzeichnung hochgeladen. Und dann hatte ich mal ein Let's Play davon gemacht. Oh Gott, das war 2016, 2017. Und dann ein weiteres Mal. Ich denke, das ist vollkommen okay. Vielleicht werde ich dieses Mal keine 3 Jahre für Marios Castle brauchen. Aber ist sehr unwahrscheinlich. Hallo, Herr Trommler. Danke, Max, nimm diesen Schlüssel. Das sind einfach Charaktere, die einem ins Herz gehen. Die einem in Erinnerung bleiben. Hallo, Max, nimm diesen Schlüssel, waren seine Worte. Ich werde ihn nie vergessen. Er war einfach der Beste. So, was ist eigentlich das nächste Level, in das wir kommen? Ich glaube, als nächstes ist der Canyon dran. Der Canyon hat zum einen ziemlich gute Musik und zum anderen ziemlich nervige Soundeffekte. Das heißt, bereitet euch darauf mental vor. Ich weiß ansonsten nicht, was ich zum Unterwasserlevel sagen soll. Selbe mich nur in Mario Land 2. Oder das Unterwasserlevel. Weil bei denen die Haifische entlang schwimmen und sowas. Aber ich glaube, wir sind nicht hier für Mario Land 2. Gehe ich zumindest von aus. Und hey! Zur Belohnung bringe ich dir bei eine weitere Fähigkeit bei. Dankeschön. Was lernen wir jetzt? Ich glaube, was wir lernen, ist, uns an Seilen festzuhalten. Was ich möchte, neue Fähigkeit ist. An Lianen, Verzeihung. Es gab nur bisher keine Lianen. Und auch dieses Minispiel weigere ich mich zu spielen.
sehr tragisch. Schon wieder verloren. Und man bekommt weitere Cheats. Ich glaube, ich habe die Cheats wirklich noch nie eingegeben. Irgendwann sollte ich das mal machen. Oh nein, eine Cutscene. Ob Max es schaffen wird? Der Vulkan spuckt immer mehr Lava aus. Hoffentlich. Die Zeit ist knapp. Im Bröselbach. Oh, die Musik. Und hört ihr den Soundeffekt? An dem Level werden wir in die Grenzen des der Soundchannel des Game Boy Colors stoßen. Das bedeutet, dass es später zu kommen wird, dass Musikinstrumente aussetzen, um Platz für Soundeffekte zu lassen. Das wird bezaubernd. Es klingt einfach zu gut. Es klingt ziemlich gute Musik. Das ist generell, das gesamte Spiel hat gute Musik. Da rechts ist übrigens nur ein Back mit Wasser. Es gibt sonst keine Collectibles oder so in dem Spiel. Das bedeutet, es wäre sowas von spannend. Oh, darüber zu gehen, die Ratte ist gefährlich. Geh weg, Ratte. So, hier muss man ein bisschen Glück haben. Und richtig zielen. Und yes. Wird man den Knaben erwischt. Wir wollen hier keinen Fehler machen. Ich weiß nicht mehr, wie der Gegner hieß. Wahrscheinlich Hüpfobst, wenn ich raten müsste. Da, hört ihr es? Es bleibt nicht mehr viel Musik übrig. Okay, sehr schön. Solides sehr Bröselbach 1, würde ich sagen. Und Bröselbach 2. Bröselbach ist nicht mein, sind nicht mein Lieblingslevel. Was man schon ganz gut daran erkennt, dass ich absolut nicht mehr wusste, dass es Bröselbach genannt wird. Sie sind ja generell ziemlich nervig. Ich glaube, man muss hier rein, um... Nein, muss man nicht. Später muss man nach links gehen, um eine Kokosnuss zu holen. Das war, glaube ich, im dritten Level. Ich frage mich, ob das Krokodil auch ein Happy Hippo-Charakter ist. Beziehungsweise ich frage mich generell, was es alles für Happy Hippo-Charaktere gibt. Ich meine, die Happy Hippos sollte es bis heute noch geben. Da meine ich nicht die Snacks, sondern als Charaktere. Das Franchise. Das Happy Hippo-Franchise. Das kann ja nicht einfach verschwinden. So, da oben wäre ein Wassertropfen, den will ich nicht haben. Oder eine Wasserbombe. Je nachdem. Ah, komm schon! Komm schon, Max, mutig! Ja, es war okay. Ich habe etwas mehr erhofft davon, ehrlich gesagt. Oh, hallo. Susi Sonnenschein. Danke, Max, um diesen Schlüssel. Sie spielt nicht mal ein Instrument, das ist einfach nur... Okay. Oh, ein Schlüssel im Level. Ja, das hätte ich komplett vergessen. Warum vergesse ich alles von diesem Level? Ich wusste einfach... Das ist das, was ich immer verdränge. Warum verdränge ich es immer? Ich glaube, es ist, weil die Farbgebung etwas sehr trist ist im Vergleich zu den anderen Leveln und das irgendwie nichts Spaßiges hat. Ist alles nur okay. Wir nehmen mal die Kokosnuss noch mit. Man kann nie wissen, wofür man die noch brauchen wird. Wahrscheinlich bin ich ja allzu viel, wenn man hier noch eine findet. Ich vertraue der Sache nicht. So, das ist das Level, in dem wir eventuell sterben können. Beziehungsweise eins der Level. Hier links die Stelle mit den Stacheln. Denn Stacheln sind One-Shot. Oh Gott, jetzt weiß ich, warum ich das Level nicht mag. Man muss erst das Feuer loswerden. Erst das Feuer loswerden, dann die Kokosnuss holen. Oh Gott. Yeah. Bröselbach. Wenn es nach mir geht, könntest du aus diesem Spiel verschwinden. Ich frage mich, was die die Knaben und Damen von Kritzelkratz, Development-Team, vermutlich, das Development-Team von dem Spiel, was sie ja sonst für Spiele gemacht haben. Ja, man sollte mal googeln, ob Kritzelkratz noch was anderes gemacht hat. Ich wollte gerade überlegen, was es sonst noch alles für, immer noch unter Wasser One-Shot, was es sonst noch alles für, Kinder-UI-Franchises gibt, wozu man was machen könnte. Mir ist eingefallen, dass ich absolut nichts kenne, außer die Happy Hippos. Es gibt ja bestimmt noch mehr, aber der Käfer, habt ihr ihn gesehen? Das war eklig. Ich war nie unbedingt der größte Fan. Außerdem, vorletzte Welt. Und jetzt lernen wir den Spin Dash. Oder wie das Spiel ihn nennt, Purzelattacke. Allerdings werden wir die Purzelattacke erst später einsetzen. Und die Musik. Ich glaube, dass die Musik von dem nächsten Level ist die gleiche wie von dem Dunkeldschungel. Aber es ist fantastisch.
Das ist einfach gute Musik. Ich glaube, das Lied gab es auch schon woanders. Also gut. Stell dir vor, Max, die Quelle, die den Vulkan kühlt, ist versiegt. Steig auf den Turm von dort. Oben wirst du es selbst sehen. Okay. Von dort oben werden wir es selbst sehen. Ihr habt es gehört. Also. Oh Gott. Ich weiß nicht, was diese kleinen pinken Kugeln darstellen sollen. Aber ich will mich von ihnen fernhalten. So, ihr müsst aufpassen, wenn hier die Musik richtig kickt, okay? Oh, eine Ratte. Oh, das Level ist hardcore. Spring rüber. Stirb. So, wir müssen auch auf alles warten. Das Level ist grafisch auch ziemlich anspruchsvoll. Man merkt hier eindeutig, dass man sich dem Finale nähert. Ab hier wird alles, es wird alles ein bisschen ernster. Sollte irgendwann auch mal das Game Boy Color Spiel zu die Monster AG spielen. Oh, das ist übrigens der Spin Dash. Ich weiß, ich bin auch begeistert. Das war auch ein Spiel, das ich damals sehr gerne gespielt habe. Es war so Monster AG und und Tappy Hippo waren Spiel, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und streng genommen hatte ich auch ein E.T. Game Boy Color Spiel, das ich ja sehr viel gespielt habe. Ich weiß, ihr habt davon gehört. Ja, ich bin vertraut mit dem IT-Spiel. Ja, das war aber ein anderes. Kaum zu glauben, ich weiß. Es kam ungefähr 20 Jahre später raus. Auf jeden Fall, konnte man da auch mit dem Fahrrad fahren? Ich mochte es an sich. Das Problem daran war nur, dass ich, es irgendwann mal verliehen habe. Oh, geh weg, Herr Gürteltier. Es irgendwann mal verliehen habe, ich bekam es nicht mehr wieder. Ich glaube, ich habe mir dafür ein anderes Spiel ausgeliehen. Ah, ich weiß auch nicht mehr welches. Und dann gab es auch ein Spiel, das ich über alles gehasst habe von meiner Game Boy Color Erfahrung. Und das war zu Gremlins. Das Spiel zu Gremlins. Aus irgendwelchen Gründen gab es nämlich ein Game Boy Color Spiel zu Gremlins. Das waren diese kleinen, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Furby-artigen Monster, die, wenn sie in Berührung mit Wasser kommen und nach Mitternacht gefüttert werden, zu Monstern werden. Und das Spiel war so trash. Ich habe nie ein Level geschafft. Ich habe so oft versucht. Ich habe so sehr versucht, das Level zu schaffen, aber es sollte einfach nie passieren. Das Spiel war Trash. Und ich habe damals auch sehr gerne das Spiel zu Harry Potter und der Stein der Weisen gespielt. Das habe ich mir sogar vor kurzem wieder gekauft. Habe es ein bisschen gespielt und ich dachte mir, ist ziemlich cool. Gleichzeitig dachte ich mir, ich habe absolut keine Ahnung mehr vom Harry Potter Universum. Ich glaube, es funktioniert nicht so ganz. Ich meine natürlich damals auch nicht, aber es war ein Videospiel. Das heißt, ich konnte mir die Zeit dafür nehmen. Heutzutage reicht das allein nicht mehr, um meine Aufmerksamkeit für allzu lange zu halten. Denke ich. Hey, das war Abschnitt Nummer 1. Nein, Nummer 2. Die wirre Wetterwarte. Oh, jetzt wird's hart. Gut, dieser Abschnitt, also Nummer 3 von der wirren Wetterwarte, ist relativ hart. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir sterben werden. Zum einen müssen wir eine Kokosnuss holen, wenn wir nicht alles täuscht. Beziehungsweise, ich glaube, da links gab es einen Schlüssel. Kokosnuss mitnehmen, damit ich vielleicht den Vogel abwehren kann. Ja, ich weiß nicht ganz, wie man am besten unbeschadet an dem Vogel vorbeikommt. Deswegen lasse ich einfach mir Schaden geben von ihm. Oh, ganz vorsichtig. Nein. Lass mich das Wasser auffüllen. Oh, ihr überlasst nichts dem Zufall hier. Ich sehe das schon. Ganz vorsichtig. So weit, so gut. Oh, der letzte Wassertropfen. Danke, Max, um diesen Schlüssel. Gern geschehen, Eisschleckermann. Ich dachte zuerst, dass die Leute, die man rettet, dass das immer welche sind, die in der Band spielen. Die irgendwelche Instrumente bei sich haben, aber die letzten beiden Charaktere, die wir gerettet haben, waren Susi Sonnenschein und der Typ mit dem Eis in der Hand. Weiß nicht, ob ein Eis in der Hand als der Musikinstrument zählt, würde ich damit sagen. Ich bin mir relativ sicher, aber nicht zu 100%. Oh, Kokosnuss mitnehmen. Man kann nie wissen, wofür die gut sein wird. Wobei wir das Sidoran hier auch einfach wegrollen können. So, ich glaube, das Level sollte aber noch weitergehen an dem Punkt. Ich darf ihn noch nicht zu sehr in der... Oh, Neuigkeit, das Level ist vorbei. Ich wollte sagen, ich darf mich noch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Aha, das hat Willi gemeint. Der Eingang der Vulkangrotte. Ja, doch.
Zunächst bringe ich dir eine weitere Fähigkeit bei. Möglichkeit bringt ihr mir jetzt bei auf Trampolinspringen. Das ist nämlich eine Fähigkeit, die man mir jetzt beibringen muss. Beziehungsweise auch Kürbisse sind das. Ich glaube, der Lore-Begriff aus dem Handbuch war Kürbisse dafür. Trampolin-Tango. Habe ich schon angemerkt, dass ich sehr interessiert daran bin, diese Bonusspiele zu spielen. Gratulation, neues Passwort. Dankeschön. Der Vulkan. Oh oh. Es wird ernst. Ich bin fast am Ziel. Die Quelle ist nicht mehr weit. Dann sollten wir uns besser beeilen, wenn wir es noch aufhalten wollen. Und die letzten paar Level sind ziemlich hardcore. Ich meine, schau euch das an. Es geht direkt so los. Es kommen anstrengende Gegner, anstrengende Fallen. Ich meine, schau euch den an. Wie viel anstrengender kann ein Gegner sein? Ich glaube, ich höre nach links, um dann die Kokosnuss zu holen oder so. Vielleicht sind da auch nur Wassertropfen, wenn ich Pech habe. Yep. Ein Wassertropfen. Beziehungsweise eine Wasser... Nein, nicht rollen! Oh Gott. Okay, das ist, wenn ihr irgendwo im Spiel geduckt seid oder so, dann drückt ihr einfach A, weil ich gerade langweilig ist oder sowas. In dem Fall habe ich dann einen Angriff gemacht und bin in den Stachel gerollt. Ich sollte aufpassen. Oh, diese Käfer, die sind auch gefährlich. Sie versuchen einfach nur einmal mich anzugreifen und danach lösen sie sich in Luft auf. Ihr einziger... Oh nein, Lebenssinn besteht daraus, mir weh zu tun. Oh nein, 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 nein. Okay. Ich habe so große Angst, wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich tot. Natürlich fällt man überall auf Stacheln. Das ist eine Kokosnuss. Oh, sie prallt aber an ihm ab. Seht ihr, es ist... Sie überlassen sich zum Zufall. Ah, die Musik ist fantastisch. Ich meine, das merke ich jedes Mal an, aber sie ist wirklich gut. Oh, perfekt. So, ich habe jetzt Angst, den Wassertropfen zu holen, weil ich das Gefühl habe, dass der Typ dann respawnen könnte. Außerdem, kleines Wasserbeck und da treibt... Nein! Oh Gott. Das war ein sehr seltsames Geräusch. Ich war noch nicht vorbereitet. Da treibt sich gleich der Krokodil herum. Oh, ich war mir so sicher, dass er mich runterkicken wird. Okay, jetzt kommt die Kürbistrampoline. Oh, und das Fall... Nicht Fallobst, das Springobst und eine Ratte. Käfer. Ich weiß nicht, als ich mir ausweichen soll. Ich glaube, man soll ihn totrollen. Es ist gefährlich, okay? Das ist gerade mal das vorletzte Level. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Okay. Okay, okay, okay. Ich reagiere auch falsch. Ich muss anfangen, Gegner mehr umzurollen. Ganz vorsichtig. Oh nein, ich glaube, hier oben sind dann noch super viele von den brennenden Jungs. Es wird alles fürchterlich. Ganz vorsichtig. Sache ist, wenn ich schaffe, hier nicht zu sterben oder runterzufallen. Wenn ich schaffe, hier nicht zu sterben, wäre das ziemlich beeindruckend für mich. Ich wäre beeindruckt davon. Okay. Also, hier rüber. Nicht von Stacheln erwischen. Ich bin wieder... Ich hab doch A gedrückt! Wisst ihr was? Ich werde einfach dem Spiel die Schuld dafür geben. Ich weigere mich, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Okay. Oh, ich hätte fast Schaden im Feuer genommen. So, weitere Stacheln. Letzten Level. Ich wundere mich wirklich, wie ich die damals geschafft habe. Oh, ich weiß, wie ich sie damals geschafft habe. Man hat unendlich viele Leben. Und diesmal bin ich gerollt. Das heißt, man hat so viele Versuche, wie man will. Und man kann dann ein Passwort eingeben und direkt mit denen wieder starten. Immerhin, so habe ich es dann irgendwie geschafft. Ich habe aber auch damals auch Mario's Curse aus Mario Land 2 irgendwie geschafft. Das ist mir das größte Rätsel. Das ist nämlich ziemlich einfach nur scheiß schwer. Aus irgendwelchen Gründen. Au, egal. Puh, Vulkangrotte, Level 3. Oh, hier muss man auch wieder extra nach links und kann super viel Zeit... Man verliert super viel Zeit, wenn man hier stirbt. Oh, und wir werden sterben. Bereitet euch darauf vor. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist wann. Erstmal hier runter und die Ratten loswerden. Nein! Das hätte besser laufen können. Oh, hey! Danke, Max, nimm diese Schlüssel. Hier ist nochmal ein Typ, der ein Instrument spielt. Respawnt die Ratte? Nein. Das Problem ist, ich bin... Oh, Wasser. Oh, mein Gott. Oh. Oh, Gott. Weg. Okay. Alles gut, alles gut. Alles mit Kontrolle.
Keine Probleme an der Stelle. Willst du einfach nur den Kürbis erwischen? Okay. Egal. Damage Boost. Ist nicht gut, geh weg. Oh. 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 Egal. Prima, der Schlüssel passt. Hoffe einfach nur, dass mir nicht noch so ein brennender Knabe den Weg läuft. Oh, oh. Du bist kein Brenner. Stirb! Oh, der Käfer. Okay. Oh nein, wir sind auf der obersten Ebene. Muss das Feuer löschen. Und jetzt muss ich einfach nur die Wassertropfen farmen. Hier sind nämlich viele von den brennenden Jungs unterwegs. Und die sind brandgefährlich. Wirklich. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Langsam vorantasten. Wegrollen. Löschen. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Ich weiß es doch. Kannst dich nicht vor mir verstecken. Oh. Oh. Oh, ich bin nicht mal gestorben. Hey. Und, seid ihr bereit für die Moral der Geschichte? Nanu, was machst du denn hier? Oh, vom vielen Essen und der Hitze. Oh, wurde mir ganz heiß da. Bot sich diese Quelle zur Kühlung an. Aber jetzt kann ich einfach nicht mehr alleine aufstehen. Aber die Quelle kühlt den Vulkan. Irgendwie. Dieser droht jetzt auszubrechen. Oh nein, dann hilf mir schnell hoch. Pass auf, er spin dashed. Oh mein Gott, der Tag ist gerettet. Hurra, der Vulkan kühlt sich ab. Nun muss ich aber schnell zurück. Auf Wiedersehen. Und ist nächstes Mal nicht wieder so viel. Das ist einfach die beste Moral überhaupt von dem Spiel, das auf Süßigkeiten basiert. Später am Strand. Max, du bist der Größte. Ich habe gewusst, du schaffst es. Was war denn mit dem Vulkan los? Das ist eine lange Geschichte. Stellt euch vor, ein Dicker! Und das ist einfach das Ende. Ist einfach fantastisch. Das war die Geschichte. Ist einfach ein dicker Knabe gewesen. Und jetzt sieht man die Credits durch alle Gebiete, in denen die Jungs umherlaufen. Wir werden uns die Credits sowas von nicht anschauen. Das war aber das Abenteuer der Happy Hippo Insel. Ein fantastisches Spiel, dass ich noch sehr oft in meinem Leben durchspielen werde. Ich weiß es einfach. Es ist einfach meine Bestimmung. Oh ja, das war Happy Hippo für Anfang 2020. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.